Für viele stehen jetzt die Hausarbeiten an. Lange Nächte vor der Abgabe, Schreibblockaden, Verzweiflung. Kennt ihr das? Zum Glück gibt es die lange Nacht des Schreibens an der FAU. Wie euch die hilft, das erklären wir euch jetzt. Am 4. März findet sie dieses Jahr statt und die UB hilft euch dabei euren Hausarbeiten, von Workshops über individuelle Beratung. Und dieses Jahr könnt ihr im Chat mit der Direktorin der UB, Konstanze Söllner, wertvolle Tipps abstauben. Sie erklärt uns im Vorfeld, was eigentlich das Ziel des Abends ist. Die lange Nacht des Schreibens ist Teil einer weltweiten Aktion. Alle Angebote der FAU unter einem Dach, das ist das Ziel. Bei uns kann man ins Schreiben hineinkommen, Schreibprojekte weiter bearbeiten und Texte fertigstellen. Ihr könnt übrigens auch Feedback zu euren schon geschriebenen Texten einholen, Workshops zu IT-Themen, Zeitmanagement und Motivation besuchen. Schaut doch mal in das Programm. Und unser Kanzler Christian Zenz, der freut sich auch schon und hat einen ganz besonderen Tipp für euch für den Abend. Leider können wir Ihnen in diesem Jahr den beliebten Ausgleich mit Cocktails, Snacks oder auch Gummibärchen nicht anbieten. Dafür aber Workshops zum Thema Motivation und Zeitmanagement. Und, darüber freue ich mich besonders, Schreibtisch-Yoga mit individueller Beratung. Alle Seminare rund ums Recherchieren, um Technik und Tools, auch für die internationalen Studierenden, werden online angeboten. Es gibt auch wieder einen Teil Lockerbleiben mit Schreibtisch-Yoga und Science Slam. Und die FSV Phil öffnet ihre Online-Lounge. Cocktails und Snacks könnt ihr euch ja auch zu Hause bereitstellen. Also merkt euch den 4. März. Um 17 Uhr geht's los. Zoom-Links findet ihr auf der Homepage und dann haut gemeinsam in die Tasten. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Übrigens ist den ganzen Abend die Infotheke für euch besetzt online. Ihr könnt also jede Menge Fragen stellen. Wie findet ihr die lange Nacht des Schreibens und wünscht ihr euch mehr Formate in die Richtung von der FAU? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Homeoffice ist ja so eine Sache. Die einen lieben's, die anderen hassen's. Im FAU-Vlog gibt euch Hanna wertvolle Tipps, wie ihr im Homeoffice zurechtkommt. Und Anni zeigt euch im FAU-Vlog, welche Möglichkeiten es gibt, um euer Netzwerk an der FAU zu erweitern. Verbrechen mit Hilfe von KI aufdecken, das macht Franziska Schiermacher an der FAU. Sie entwickelt Methoden, um Spuren in Audio- und Videodateien aufzudecken, wie bei verpixelten Autokennzeichen zum Beispiel. Und sie wurde zur KI-Newcomerin 2021 nominiert. Kennt ihr schon die StudiBotschafterInnen an der FAU? Die 5 Studis kommen aus unterschiedlichen Studiengängen und geben euch Einblicke in ihr Studium auf Instagram. Ihr könnt ihnen auf Instagram und im Zoom-Call Fragen stellen. Der nächste Call ist am Donnerstag. Schaut doch da einfach mal vorbei.